Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2. Ich bin Mr. Cutter für Let's Play in das Kaninchen und jetzt müssen wir uns der Kunst von Alice stellen, die vermutlich scheinbar die Dunkelheit in Fotos einfängt und wirklich richtig einsperrt. Manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch, a monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Okay. Okay. Scratch hat das geschrieben. Deswegen ist... Und jetzt kommt das große Problem. Die ganze Geschichte läuft ja zeitlich eh anders als die Realität. Und da ist die Frage, ob Alan Saga gesehen hat und deswegen in die Geschichte geschrieben hat oder ob sie drin ist, weil Alan sie in die Geschichte geschrieben hat, deswegen konnte er sie sehen, weil sie schon in Bright Falls war. Weil immerhin haben wir ja im ersten Abschnitt gesehen, wie Alan in die, am Ende des ersten Abschnitts mit ihm, wie er in diesen Schreiberraum gegangen ist und tot dort lag. Und das Manuskript durchgescribbelt war. Das heißt, diese ganze Geschichte läuft offensichtlich nicht chronologisch ab. Eindeutig. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Dass du dich nur um Alice kümmerst, ist natürlich schon ein bisschen süß, aber es gibt ja noch andere Probleme, mein Freund. Kommen wir jetzt hier raus? Bestimmt nicht. Meine Güte, war das schon immer so groß? Das Gefühl ist immer größer hier. Nope. Nope, nope, nope. Ich finde aber, das ist ein fantastischer Moment, um jetzt hier die Geschichte auch von Saga mal ein bisschen weiter zu sehen. Leuchten schon immer deine Augen? Ich weiß es nicht. Zane has said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to two murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation.
Und so sehr ich das sehen möchte, was jetzt kommt, wieder bei Mr. Door. Masken. So sehr ich das sehen möchte, wir werden mal die Realität wechseln. Ist ein guter Moment, um für Alan ein bisschen Pause einzulegen und mit Saga ein bisschen voranzukommen. Immerhin haben wir gesehen, dass sie scheinbar noch mal mit Alan redet. Und das wollen wir auf die andere Seite sehen. Ach, schon so lange nicht mehr mit ihr gespielt. Hi, Alan. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Hast du noch was dazu zu sagen? Nicht gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, ist halt wie gesagt schon so lange her. Was haben wir, was haben wir hier vielleicht noch Neues? Wir haben irgendwas mit neuen Fällen offensichtlich. Oh Gott, mehrere. Wake erinnert sich daran, im dunklen Ort viele Seiten geschrieben zu haben. Schreiben ist Teil des Rituals? Nein. Arbeitet mit jemandem zusammen? Nein. Nein, wer ist involviert? Er? Na. Kultpsychologie? Auch nicht. Ich hätte gesagt, Schreiben ist Teil des Rituals. Hätte ich. Ach doch, ich habe noch nicht richtig. Wenn Wake der Verfasser der Seiten ist, dann hat der Kult nichts damit zu tun. Es sei denn, der Kult arbeitet mit Scratch. Ja. Das wissen wir ja schon. Und Geschichte. Für später. Warte mal, wir haben doch hier vielleicht auch noch. Können wir noch Profiling, Radio? Ne, können wir. Waffenverbesserungen. Wir haben ja bei der Shotgun jetzt hier schon erhöhte Nachladung. Nee, wir haben hier das hier. Dass ich Lebenspunkte wiederbekomme, verursacht erhöhten Schaden, die betäubt, geblendet und niedergeschlagen sind. Okay. Was muss ich denn tun? Fahre nach Watery, suche nach dem Klicker in Watery. Ach ja. Meine Güte, schon so lange her. You're a civilian, and we don't do ride-alongs. And if Scratch is after you, then so is the cult. We don't know who we can trust here. Damn it, you weren't making a mistake. I'll be sure to add that to the list. No, wäre das nicht ein Argument Hi, welcome. Dafür? Hi. Okay. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. The stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Creepy. Schönen Tag. And welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages. Just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin. Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park thing. Amusement park. Share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously. It's not amusing. Amusing. Take in amazing views from the slow roaster Ferris wheel. I can almost see the Watery Lighthouse trailer park. This is so much fun. And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll jaw a great time.
Oh, God. This is the third time I've requested something be done about the TV in my room. It keeps going on by itself. It's keeping me awake all night. Yes, sir, I'm terribly sorry for that. We've called a professional electrician. In the meantime, have you tried unplugging the TV for the night? Oh, there's an idea, Einstein. Why don't I just get rid of everything I'm paying for in that room while I'm at it? Sleep on the floor. Go to the toilet in the corner. Hey, I'm not unplugging it. You're fixing it. Of course, sir. Die Wortspiele sind so gut, so schön flach und so gut. Ich möchte gerne sein Zimmer sehen. Welches Zimmer ist das, wo der Fernseher mal angeht? Das klingt spannend. Das klingt sehr, sehr spannend. Hallo. Haben wir das schon gelesen? Bestimmt. Cynthia? Ah, du weißt schon, was du tust. Haben wir das schon gelesen? Nein. Edgar hat den Cold Lake zurück. Eine Manuskriptseite. Noch eine Manuskriptseite. Tammy nimmt die Fähre. Tammy wollte nicht, dass ich komme. Es ist mir direkt aufgefallen. Nicht, dass diese Reise einen Sinn hätte. Ich dachte, aus der Stadt herauszukommen würde mich inspirieren. Aber in White Falls gibt es nichts als Bäume und leere Schaufenster. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ich bin es leid, ein Akt darüber zu schreiben, wie beschissen die Welt ist. Ich dachte mir, mit ein bisschen sozialen Kommentaren würde ich mich wie ein echter Künstler fühlen. Aber ich weiß auch nicht, da fühlt man sich nicht... Es fühlt sich nach mir an. Ich will etwas Verrücktes schreiben. Etwas wirklich Ausgefallenes. Etwas Authentisches. Was? Scheiß auf diese Stadt. Ich will gar nicht erst darüber reden, was letzte Nacht passiert ist. Es ist trotzdem eigenartig, während ich hier im Hotelzimmer sitze, fangen die Dinge langsam an, Sinn zu ergeben. Eine Idee für ein Stück. Ein Weltraumkult, der auf der Suche nach etwas, das noch nicht feststeht, die Galaxie niederbrennt. Ein einsamer Mann, ein Künstler, der von Stern zu Stern reist, bis er eine schicksalhafte Begegnung mit dem Kult hat. Eine komplett schwarze Besetzung, ein Musical, eine Rockoper. Bin ich bei alles dabei. Alles möchte ich sehen von dem, was du geschrieben hast. Hallo. I can't get through this. Warum nicht? Wir haben noch Manuskriptseiten gefunden, wie cool. Und zwar leider nicht den Fernseher gefunden, aber Manuskriptseiten sind fast besser. Die Tür war fest verschlossen. War hier drüben noch ein anderes Zimmer außer unseres? Nee, nur unseres. Okay. Gut, dann raus an die frische Luft. Ein bisschen Sonne genießen. Ich kann die Taschenlampe ausmachen. I swear I brought my full kit along. Jules, you didn't forget to pack the EMF reader, did you? Geisterjäger. Why would I pack your gear? I've got my own to worry about. Das ist ein Geisterjäger. Now how am I supposed to measure the energy signatures emitted by paranormal manifestations? Phasmophobia hat mich gelehrt, ein EMF Drei? Oh, Teriyaki ist geil. Teriyaki salmon with rice on Friday's dinner menu. Dinner's at 5, but we all
Wendy Davis? Wendy Davis? Ach Gott, das sind Namen. Puh, Wendy Davis 2010. Pat Maine, cool, dass Pat Maine noch wieder da ist. Pat Maine war der Radiomoderator im ersten Teil, ist natürlich jetzt auch 13 Jahre älter. Wendy Davis, es gibt halt diese Comics zum Beispiel und diese, I need something to cut this. Diese Miniserie. Und da gibt es neue Charaktere, die da auch mit dabei sind. Und ich weiß nicht, ob da eine Wendy Davis dabei war. Das weiß ich nicht. Hi, gut. Dankeschön. Kann ich die Tür aufmachen? Nope. Okay. Wir sind Polizist, wir schlagen Türen nicht auf. Offensichtlich. Wo ist denn unser Auto? Das ist ja nicht unseres. Das ist ja von den Geisterjägern. Ghostbusters! Hallo. Schönen guten Tag. Kann ich ins Wasser? Plitzi-platzi. 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 King of all ages. Mhm. Ist hier noch irgendwas? 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 Nix. Ein bisschen mal die Beine vertreten hier. Ein bisschen Blitzi macht. Hier sind ja garantiert auch noch weitere... Habe ich nicht eine Karte hiervon? Habe ich. Aber ich weiß noch nicht, ob es hier irgendwelche... Geheimnisse noch gibt, die ich noch nicht... Ich meine, die sind noch verschlossene Türen, das ist wahr. Hier sind auch noch Schraubenzieher. Ich brauche einen Schraubenzieher. Ich brauche noch... Was seid ihr denn? Can't open this with my bare hands. Okay, Flussuferversteck. Nope. Hello. Hallo. Danke für das Gespräch. Komme ich da runter? Nein, komme ich nicht. Das Schlimme ist, wir wissen ja jetzt, dass wir gegen Scratch hier kämpfen müssen. So ist vermutlich der Ausgang. Oh, und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wirklich nochmal alles ablaufen sollte. Hey, Rose. Jakob, we're going to Akuga's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Like an asshole. Oh, dear. I know what Jakob needs. I'm a beer to the rescue. Bring out your inner Wolverine with Amabir. Wow, this is the best party ever. Thanks, Amabir. Amabir is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wandering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikämmit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Alma beer, your Finnish drinking adventure starts here. Ich brauche Alma Bier.
Ich brauche Amabier. Wo kann ich das kaufen? Es ist nicht deprimierend, wenn es Absicht ist. Welcome to the Oh Dear Diner. Du bist nicht Rose. Danke, aber du bist nicht Rose. Ich rede nur mit Rose. Das stimmt, aber ich möchte nur mit Rose reden. So, I'm thinking of pre-gaming at my place before Deerfest. Drinks, snacks, some charades maybe. Ah, wie schön. Kann ich jetzt hier? Kann ich? Ja, ist mir egal. Ich will Olgas Asgard hören. Hallo. Kann ich hier jetzt noch irgendwo rein rumlaufen? Mit dir jetzt schon nicht knuddelt, ne? Ja, die suchen wir zum Beispiel auch noch, die ganzen anderen Hirschgipfel. Can't open this with my bare hands. Na okay, auch davon passt nix. Auch das ist zu. Oh, hallo. Oh mein Gott, lassen Sie sich nicht stören, weil was auch immer Sie machen. Schönen guten Tag. Ich bin Polizistin. Ich möchte ganz kurz wissen, was Sie da tun. Dann ist hier auch nur ein interessantes Video gewesen. Aber ich will ja auch das. Ich will ja alles. Ich will ja 100% oder wenigstens so viel wie möglich. Auch einfach, weil die Welt... Ich meine, das ist halt so lustig und die haben sich halt auch die Mühe gemacht, diese ganzen Sachen hier einzubauen und zu verstecken. In Anführungszeichen verstecken. Und deswegen will ich das... This can't be the right way. Okay. Alles entdecken und erkunden. Auch wenn wir der Story nicht vorankommen. Aber hey... Was denn? What will become of my birds now? Where will they go? Who will feed them? Fly away, find a happier place. Go while you still can. Diesmal schleichen wir uns an, dass die Vögel nicht abhauen. And what about old Margaret? Where will I go? Who will I look after when all my little friends are gone? Ja, was ist los, Margaret? Margaret, was ist los? Voll deprimierend. So, das haben wir schon entdeckt beim letzten Mal. Falls Sie Geräusche im Hintergrund hören, ist dies nicht in Ihrer Umgebung, sondern... Dies ist mein Hund, der offensichtlich unruhig schläft. Nur, dass Sie sich nicht wundern. Oh, hübsch. Sehr hübsch. Wer sind Sie? Was kann ich für Sie tun? Nix. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich hier hinein? Nein. Hallo, ich will nicht nochmal ins Polizeirevier, da muss ich nicht nochmal rein. Auch wenn ich bestimmt da auch noch was entdecken könnte, aber... Taco-Abend? Jawohl. Extra hot. Ja, ich bin dabei. Mach mir ein Taco mit. Wir haben... Ich würde behaupten, alles Wichtige hier erkundet. Warum steht da ein Feuerwehrmann? I know. Feuerwehrfrau. What is she even doing out there? And at that time of night? She was what? Digging at what? I'm telling you, that woman's not all there. Aha. Ob das ein Hinweis ist? Auf Dinge, die noch passieren werden? Die wir noch entdecken werden? Wer weiß. Hey, how's it going? Super. Das ist Amerika. Da kannst du mit einer Shotgun auf dem Rücken rumlaufen und niemanden stört es. Niemanden stört es. Ich würde sagen, wir haben genug hier entdeckt. Wir fahren mal los. Alleine. Nach Watery.
Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea, going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy... The evil doppelganger? It must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the Salt Shaker. Yeah, real funny. Was war mit dem Salzstreuer? The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Mädchen vom Ort. Ist das hier der Platz, wo Rose wohnt? Ich brauche einen Schraubenzieher. Hier ist doch bestimmt ein Schraubenzieher drin. Ich finde Items bestimmt nur eine Dunkelheit und nicht. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that. But idle hands are the devil's playground. So, well, us fishing types appreciate you all at least. Okay, das sind Gespräche. Mind giving me a hand in helping out? I'm supervising the work. And it's super. Have you seen Stella? Wir müssen Stella finden. Okay, Hauptaufgabe hat sich geändert. Egal, was hier irgendwie mit Dunkelheit und Alan und Scratch passiert, ist völlig egal, wir müssen Stella finden. Hier geht's nirgendwo lang. Dann gucken wir auf die andere Seite. The flooding is even worse here. Ist sie das? More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Oh, nee, bitte nicht. Hey, where is the time gone? Welche Zeit? Here's just a wretched husk of what used to be me left. Gut, das ist zu. Wieso ist das so deprimierend und düster hier alles? Watery's definitely quaint. Naja. Ich finde nicht idyllisch, ich finde eher deprimierend. Hello. Hallo. Bin ich ganz ehrlich. I bet they have good fish here. Catch of the day. Okay, kann ich hier durch? Nein. Oh, was ist das? Loot. Loot, jawohl. Today's special, Northern Pike Minnowy Chum Salmon. Die müssen auf Eis gelegt werden, Sir, weil... Quietsche Entchen, spiel mit mir. Quietsche Entchen. Mayor Setta will stand up for justice. Das habe ich bei Lost Cat. Hier sind ganz schön viele Tiere lost. Zurück in die Zukunft. Schon mal gehört. Ati? Okay, then. Catchy tune. Voi unohtaa, vaikka svot piiloutuu veriveri.
Sehr schönes Lied. Sehr, sehr schönes Lied. Welches sehr gruselig ist und sehr viel über Alan und Alans Geschichte erzählt. Und ich würde sagen, da wir hier speichern können, es ist ein fantastischer Moment, um für heute Schluss zu machen. Ich werde hier aber noch einen Elchkopf streicheln. Das stimmt, das ist wahr. Und dann machen wir für heute Schluss mit diesem fantastischen Lied von Arti. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.